Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Ich habe es mir jetzt überlegt gehabt, dass ich doch wieder ganz normal mit Maus und Tastatur spiele. Jetzt muss ich mich wieder an die Tastatursteuerung gewöhnen. Und wir müssen jetzt hier irgendwie einen Schamanen finden. Also, ich habe jetzt nur noch so auf Klick umgestellt gehabt. Komm. So. Das feiere ich jetzt auch an Unity, dass das man umstellen kann auf Klicken und so. Ich glaube, hier sind wir falsch. Boah, wo sind wir? Okay, hier sind wir im Kreis gelaufen. Aber da gab es noch einen Weg runter. Aber wie? Hä? Das ist so verwirrend hier. Wir können aber hier runter gehen. Und ich habe mich auch jetzt informiert. Deswegen seht ihr wahrscheinlich auch oben rechts die Uhrzeit, dass es mittlerweile anders ist. Ein paar Stunden später. Ich habe mich informiert, was man jetzt machen könnte, um in der Haupthandlung voranzukommen. Und die Sache ist die. Ich habe jetzt tatsächlich, nachdem ich bei der Alter. Das war jetzt hart. So, rest. Until fully healed. Ich hoffe, es kommt jetzt kein Gegner an. Wir haben alle Zeit der Welt jetzt aktuell zu tun und zu lassen, was wir wollen, um in der Hauptquest voranzukommen. Denn wir müssen jetzt aufleveln. Das heißt, wir können uns irgendwelchen Gilden anschließen. Oder auch hier Aufträge machen für was auch immer. Und wo ist denn jetzt eigentlich der Schamane? Ich glaube, hier müssen wir hin. Hier gibt es ja noch ein paar Wege. Hier geht es ja weiter. Vielleicht machen wir hier auch noch mal ein Safe Game auf die drei. Ja, natürlich. Der Bär kommt. Aua. Hier geht es ja auch noch weiter. Ich glaube, hier geht's zum Schamanen. Ich glaube, wir haben einen Weg gefunden. You are carrying too much to stay afloat. Ui, nicht, dass ich hier zertrinke. Was ist das? Aua. Au. Alter, nee. Nee, 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 nee. Ich kann nicht mal schn. Ich kann hier nicht mal rennen. Aua. Nein. Okay. Unter Wasser getötet. Das ist super. Gut, dass wir gerade noch gespeichert hatten. Das war ja der. Boah. Wieso erschrecke ich mich jetzt? Alter. Ich habe doch gerade noch gegen ihn gekämpft. Und erschrecke mich noch einmal von dem Bären. Alter. Schmeiße ich auch noch fast meine Maus und Tastatur hier weg. Nee, da kommen wir nicht weiter, weil wir so viel tragen. Vor allem auch sind wir an einem Fisch gestorben. Durch Fisch getötet. Und die Befürchtung, die ich hier habe, ist, dass das hier vielleicht der Weg ist, den wir brauchen, um weiterzukommen. Ja, hier geht's auch noch unter Wasser. Okay. Ich hoffe, hier kommt jetzt kein Fisch, der uns tötet. Okay. Ah, ich hoffe, wir ertrinken nicht. Ist hier ein Fisch? Nö, aber hier gibt's Tote. Das können wir nicht looten, aber das. Ach, Gold. Nice. Das war's wert. Also, so kommen wir wieder raus. Jetzt wird es aber kritisch. Ja, jetzt müssen wir uns beeilen, um wieder hochzukommen. Ich will jetzt nicht sterben. Nicht ertrinken. Nicht jetzt. Ich kann nicht mal rennen. Ah, da vorne ist es schon. Nein! Sind wir einfach mal ertrunken. Toll.
So. Da braucht man nicht nochmal hinzugehen. Gab es hier noch einen anderen Weg? Ne, das war nur hier runter unter Wasser. Und das überleben wir nicht. Geht's hier auch noch weiter oder ist da auch unter Wasser? So, hier geht es ja aber auch noch weiter. In zwei verschiedene Richtungen. Und dann müssen wir auch noch irgendwie den gesamten Weg nochmal zurückfinden. Hier geht es nicht weiter, oder? Hier ist keine Tür. Dann gehen wir mal hier hoch. Und mal schauen, wo wir hier jetzt ankommen. Das hat nur im Kreis geführt. Wo muss ich jetzt hin? Jetzt ernsthaft. Wo finden wir den Schaman? Jetzt kommt, wir müssen wirklich an dem Fisch vorbei. Und gegen den Fisch kann ich nicht antreten. Unter Wasser. Ist zu schwer. Mal schauen, wo es hier hingeht. Erstmal gegen den Bären natürlich. Ja, geh erstmal kaputt. Komm, komm. So, Grizzlybär gekillt. Können wir hier nochmal ein bisschen. Ah, zu viel Feind in der Nähe, okay. Oh. Hier war eine Spinne. Können wir jetzt hier? Ja, nice. Und jetzt sind Feinde in der Nähe. Okay, doch nicht. Ich habe schon gedacht. Aber jetzt ernsthaft, wo muss ich hin? Ist das neu hier? Der Bereich? Der Bereich ist neu. So, dann mal schauen, wo wir hin müssen. Ich will jetzt endlich nur den Schaman finden. Vielleicht machen wir hier auch nochmal ein Safe Game auf die 3. Weil wir es soweit schon mal geschafft haben, ohne drauf zu gehen. Da ist eine geheime Tür. Oder? Nee. Sah nur so aus. Gibt es hier geheime Türen? Sieht bisher nicht so aus, ne? Ich höre die ganze Zeit hier irgendwo Türen aufgehen. Wo sind denn die Türen, die aufgehen? Hier ist eine. Ja, die lassen wir mal kämpfen. So, natürlich. Natürlich, dass der das gewinnt. Komm. So, der hat nichts. Aber besser als gegen die Spinne zu kämpfen. Denn dann wären wir auch noch vergiftet worden. Mal schauen, wo wir hin müssen. Was ein Labyrinth. Jau, zieht euch das mal rein. Das haben wir alles bisher jetzt durchkämmt. Und wir haben den Schaman immer noch nicht gefunden. Wie, Alter, und das geht auch nur so bergauf. Und wir haben den immer noch nicht gefunden, den Schaman. Wo soll denn der sein? Zwei Ratten sind gestorben, okay. Ach nee. Autsch. Aua. Kann ich irgendwas looten?
Das kann ich doch bestimmt looten, ne? Auch nicht. Nein, weg von mir. Kann ich hier wieder zumachen? Toll. Scheiße. Ich hoffe, das ist keine Sackgasse, wo ich hingehe. Ist er noch hinter mir? Oh, da ist ja noch einer. Und schnell hier hin. Irgendwo hatten wir doch einen Weg gehabt, wo wir uns verstecken können. Hier bei den toten Tieren. Ist doch super. Hocken wir uns nochmal hin. So. Ach nö. Wer ist denn da? Ach nö. Geh weg. Geh weg. Autsch. Aua. Toll. Haben wir gut geschafft, ne? So, wo sind wir jetzt genau? Hier nach oben, ne? Und dann gehen wir mal hier direkt rum. War das hier? Ja, die beiden. Autsch. Komm, kannst du einfach mal. Komm. Diesmal haben wir das nicht so gut eingesteckt. Können wir nicht looten? Können wir auch nicht looten? Schade, dass wir das nicht looten können. Aber wenn wir uns jetzt hier mal hinhocken und dann nochmal das hier machen. Nice. Dann jetzt hier vielleicht auch nochmal Safe Game. Wir sind noch zu schwach hierfür. Für das alles hier. Oh. Nice, jetzt haben wir den geschafft. Gold. Was hat er hier alles? Können wir das alles hier? Ja, das können wir erstmal alles mitnehmen. Hier vielleicht auch nochmal ein Safe Game machen, weil wir den geschafft haben. Und dann schauen wir mal, wo jetzt eigentlich der Schamane ist. Hier haben wir einen toten Bären und noch eine Ratte ist irgendwo gestorben. Ah, wir sind wieder hier. Okay, dann gehen wir nochmal zurück. Hier sind überall geheime Gänge. Wo wollten wir jetzt runter? Nee, von unten kamen wir. Dann hier hin. Ach nö. Aua. Autsch. Nein. Ja, ist ein ständiges Sterben hier. Ich glaube, wir müssen das eher so machen, dass wir hier immer, bevor wir einen Raum betreten, wie den hier jetzt, einmal hier nochmal ein Safe Game machen. Wenn wir wissen, dass da ein Gegner ist. Nein, ich hänge hier fest. Autsch. So. Den haben wir jetzt. Hier hat er noch mehr Loot. Okay, kann ich nicht tragen, kann ich nicht tragen. Schade. Ja, ist auch viel. Was haben wir hier? Können wir das abgeben? Das, das,
gemacht ist, dann nehmen wir das mit. Ist ja mehr wert. Oder warte, nein, das war... Wo war das? Hier war das? Nein, hier. Wir haben Leather Boots, nee. Steel Short Sword, wir haben hier Steel Katana, okay, den brauchen wir nicht. Steel Kuras, was passiert, wenn wir den anziehen? Iron Kuras. Steel, ist besser. Hier seht ihr daran. Dann lassen wir den an. Können wir den verkaufen? Was haben wir hier? Steel Boots? Chain Boots? Nee, dann bleiben wir bei denen. Silver Boots? Hier plus 9. Hier auch plus 9. Condition New. Und hier Condition New. Ja, ich würde da sagen, wir lassen das mal so, wie das ist. So, hier war doch noch irgendwo. Da. Da hat man noch was. 30 Gold, nice. Würde ich sagen, wir machen, hocken uns hier hin und machen das hier nochmal. Jo, und dann können wir hier. Achso, Steel Mode. Okay, machen wir das hier. So. Komm, geh doch auf. Das hat jetzt aber auch gedauert. So, wo sind wir? Ah, das war der andere Eingang, Ausgang, wie auch immer. Gehen wir mal durch die Tür. Ich will wissen, was da ist. Nichts. Hat sich auch voll gelohnt. So. Was passiert, wenn wir hier oben hochgehen? Was finden wir? Ja, der Dungeon ist aber auch riesig. Ich würde sagen, nach diesem Dungeon mache ich mal über die Unity Mod die Dungeons ein kleines bisschen kleiner. Ich sehe da was hinter. Oh, da ist irgendwas, was ein Säbelzahntiger killen konnte. Dann bin ich jetzt mal gespannt. Was konnte. Das Ding? Das Ding konnte einen Säbelzahntiger töten? Hallo? Was soll denn das? So, jetzt haben wir den. Ich dachte jetzt, das wäre irgendwas richtig Gefährliches. So. Schortonik in Blau, das nehmen wir auch mal mit. Ich mag so hier knallige Farben auf jeden Fall. So, wo wollten wir dann hin? Wenn es hier... Hier gibt es eine zweite Tür. Eine geheime Tür. Und die Nachbarn machen oben wieder Lärm. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Aber seit Tagen, die sind da irgendwas am Machen, was richtig laut ist. Und ich hoffe, das ist für euch nicht so schlimm, dass man das hört. Hier ist eine geheime Tür. Jetzt haben wir sie. Nice. Aber wo müssen wir jetzt hin? Wo ist denn jetzt der Schamanenkönig? Ich glaube, wir müssen hier nochmal runter und dann den Weg hier mal gehen. Oder nochmal weiter runter und dann hier lang. Das wird noch super hier. Ich mache wirklich nach dieser Aufnahmesession oder sobald ich hier zumindest aus dem Dungeon raus bin, mache ich einen kleinen Cut und dann mache ich über Unity die Dungeons kleiner. Wo muss ich jetzt hin? Genau hier lang.
Da waren wir schon. Dann schauen wir mal hier. Und machen hier auch nochmal ein Safe Game. Ne? Wollte schon sagen, warum hat es nicht funktioniert? Kann ja sein, dass wir hier auch drauf gehen. Ich hoffe wirklich, ihr hört das nicht, was ich da höre von den Nachbarn. Bringt das jetzt was? Wir müssen erstmal den da kaputt machen. So, komm. Geh kaputt. Oder warte, ich habe eine bessere Idee. So, ich hoffe, du fällst runter. Haha. Jetzt kommst du nicht mehr an mich ran. Bei mir bringt es jetzt auch nichts, ne? Nein! Oh. Autsch. Ach komm schon. Ich muss den doch irgendwie treffen können. Aua. Womit hat er das bitte abgewehrt? Ja, komm. Hä? Und jetzt muss ich hier noch. Und ich kann hier nicht. Kann ich da hinten wenigstens? In die Hocke gehen hier und nochmal. Ja, hier funktioniert's. Ach ne. Ach nö. Und das hat auch nicht funktioniert. Nein! Ich will nicht mehr. Ah. Aber warum habe ich jetzt den Tiger da nicht treffen können? Komm! So, jetzt haben wir den. Dann hier nochmal ein Safe Game. So. Dann gehen wir jetzt mal hier rein. Natürlich muss hier noch ein Bär sein. Aua. Ist das bitte danke? Wir haben den Schaman gefunden. Das war der Schamane. Wir haben ihn endlich gefunden. So, dann machen wir hier den Save Game direkt davor, weil wir ihn gefunden haben. Boah. Warum muss er jetzt direkt auf mich hier? Jetzt ist er da unten gefangen, ne? Aua. Hier unten war noch ein Geheimgang. Toll. Funktioniert super. Aber hier war noch ein Geheimgang. Ich hoffe, der Schamane kommt jetzt nicht auf mich zu. Autsch. So, wo ist denn der Schamane? Dass der jetzt hier kommt. Bitte bleib da hinten. Aua. Jo, hat er mir fast alles kaputt gemacht. So, nee, ich wollte nicht das, ich wollte das hier machen. Damit ich wieder ein bisschen Leben habe. Ist er noch da hinten? Ja. Und. Komm!
Okay, muss ich jetzt runtergehen zu ihm? You have killed the Orc, Mishaman. Ja, Mann. Wir haben es geschafft. Was ist das? Iron Left Pauldron. Nee, ich wollte use oder equip. Hä? Steel. Dann bleiben wir hierbei. Können wir aber das immer noch verkaufen und die Dinger. Okay, mehr kann ich nicht tragen. Aber wir haben es geschafft. Dann machen wir hier den hier. So. Jetzt suchen wir uns mal den Ausgang, den wir von hier aus nicht so leicht finden werden. Hä? Was habe ich? Ich habe irgendwas Falsches jetzt ausgerüstet. Nein? Holt hier drauf. Wo ist denn jetzt mein... Was habe ich da? Ich habe Steel Dagger ausgerüstet. Wo ist mein... Wo ist mein Katana? Steel Katana. Den wollte ich ausrüsten. Ich wollte schon sagen, wo war jetzt meine Waffe? So, dann wo ist denn jetzt der Ausgang? So, nice. Wir müssen aber uns nochmal kurz hier hinhocken und nochmal den hier machen. Ja. Immerhin. Hier kommen wir, glaube ich, nicht raus. Das ist die falsche Richtung, habe ich so ein Gefühl. Hä, wo geht's denn jetzt raus? Ich will doch hier nur raus. Ich will nach Hause. Ich will mein Gold abholen. Und zumindest vielleicht ein bisschen aufleveln. Apropos aufleveln. Können wir das? Haben wir irgendwas? Wir sind immer noch Level 2. Okay, können wir nicht. Schari. Nein. Boah. Aua. Hat die Spinne gezaubert oder was? Alter. Boah. Wir haben die Spinne überlebt. Das hört sich nach noch mehr Spinnen an. Hier vielleicht noch mal kurz ein Safe Game machen. Ich will nicht mehr. Autsch. Das war super. So, das hört sich an, als wären wir hier schon mal gewesen. Wir müssen in diese Richtung, also dahin gucken. Ich habe so ein Gefühl, hier kommen wir nicht weiter. Bitte ist da kein Skelettkrieger. Naja, aber ein Bär. Ja, was soll denn da? Hallo? Hallo? Warum treffe ich den nicht? Toll. Jetzt muss ich hier nochmal das hier machen. Ich frage mich jetzt auch schon, wie viele Tage jetzt vergangen sind für diese Quest. Nein, das wollte ich nicht. So zurück. Ich vertippe mich auch andauernd. Oh, was liegt denn da? Gold. Die müssen wir auch noch alle zur Bank bringen später. Okay, irgendwer tötet hier in der Nähe gerade wen. Oder alle. Hä, wie kommen wir zurück? Was ist denn das für ein Weg hier? Was ist das hier jetzt? Nee? Vielleicht nochmal ein Safe Game? Hört sich nach einem Tiger oder nach einem Bären an? Alter, dauert das. Ja, ein Bär. Was ist das bitte für ein Raum hier jetzt? Habt ihr das?
Wozu? Was ist das? Hier gibt es keinen weiteren Gang oder so? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich will hier nur raus. Ansonsten suchen wir uns einfach den vorherigen Weg wieder raus. Wenn wir hier jetzt nochmal nach oben gehen, durch diesen Raum, hier durch, dann nach oben. Erstmal den kompletten Weg wieder zurück. Genau, hier durch. Wo war die Tür? Da war die andere Tür. Dann geht's nur da lang. Und dann hier nach oben war das, glaube ich, richtig. Oder? Was hier? Sieht so aus. Genau, hier. Und dann hier einfach weiter nach oben. Den Ausgang müssten wir ja doch noch irgendwie finden können, oder? Am besten noch rechtzeitig, dass wir auch noch ordentlich Geld verdienen können. Achso, das war der Schamane. Hä? Nee. Stimmt, das waren wir ja hier. Und dann hier lang war das, glaube ich, oder? Ui, hier ist Geld. Stimmt, hier war das, genau. Eine Weste. Nehmen wir mal mit. Und eine Toga, nehmen wir auch mal mit. Können wir sicher gut verkaufen. Ist das eine Gefängniszelle? Stimmt, dann müssen wir eigentlich in die Richtung gehen. Von da kamen wir. Oder? Sieht nämlich so aus, als wäre das hier der Rückweg. Boah. Ist die Steuerung echt hakelig für die Map. Jetzt muss... Also, hier geht's nicht weiter, also nur da lang. Dann ab hier, wo nochmal? Ist es sinnvoll, da nach oben zu gehen? Nein. Ich glaube, wir müssen diesen Weg gehen. So, durch diese Tür, glaube ich, war das. Und dann von hier... Ich glaube, wirklich hier entlang. Boah, man kann auch gar nicht erkennen, wo der richtige Weg ist. Ich glaube, so rum, so, dann so und dann kommt man hier an. Ja, ich glaube, das ist der richtige Weg. Aber ich werde gleich nach der Aufnahme die Dungeons mal ein bisschen kleiner machen mit Unity. Weil das ist schon sehr, sehr verwirrend hier. Ah, da haben wir es. Dann haben wir es jetzt geschafft. Dank Breeze ruffles your hair. Ah, nice. So. Nein, das wollte ich nicht. Hoch haben wir nochmal. Hier? Nein. Hier auch nicht. Hier haben wir das. So. I have 38 days to slay an Orc Shaman in ruins of the Morhart Farmstead and then get to Bedina Copperhouses Palace in Chesterwalk. Chesterwalk müssen wir jetzt suchen. So, find. Chesterwalk. Da hinten. Ja, komm. Das würde 65 kosten. Okay. So, dann können wir die Waffe wieder einstecken.
Was sagt denn die Uhrzeit hier? Wir haben 7:11 Uhr und wir sind gesund. Okay. So, jetzt ist die Frage, was müssen wir denn suchen? Jetzt nochmal hier. Ferdinand Körperhauses. Komm, wir fragen den hier mal. Oder die da. Oh, ist auch ein der. You are. Hä? Was? Was? Warte mal. Ich habe irgendwas gemacht. Hier. Warte mal. Steel Mode F1? Wieso habe ich Steel Mode an? Nein, 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 nein. Das hier wollte ich. Do you wish to surrender to the city guards? Yes. Ja, komm. You, Max, the second, are accused of the crime of pickpocketing. If you plead now guilty and are found guilty, you will face 0 gold piece and fines and 50 days in prison. Guilty play will invoke the mercy of the court and your penalty will be far less. How, player? Not guilty. How will you attempt to convince the court of your innocence? Debatt. You have been found not guilty by this court. You are free to go. Ah, nice. Aber warum war ich jetzt hier auf Dingen, Steel Mode? Kann ich mit dem Hund quatschen? Nö. Na echt, wie habe ich das denn hingekriegt? Warum war ich im Steel-Modus? Wo sind die Leute? Wo bin ich überhaupt jetzt? Bin ich hier noch in Chester-Dings? Ich bin Chester Walk. Okay. Was ist jetzt hier mein Ruf? Immer noch undependable. Okay. Ich bin trotzdem mal so, ich versuche hier Epil. Greetings to you. I need to find Benjamin Kappa. Why the hell would I want to give you directions, Max? Versuche nur nett zu sein. Ich habe den Bäcker voll verkackt. Ganz klar. So. Of course I'll help you. Just go west of where we are standing. Ah, okay. Westlich. Da lang. Ich hoffe, wir finden das. Na, aber echt, wieso waren wir jetzt auf einmal plötzlich im Dingens, Modus, im Stilmodus? Ich wollte ja noch nicht klauen oder so. So. People. Sorry, friend, I can't help you there. Okay, der kann uns nicht helfen oder der will uns nicht helfen. Das weiß ich noch nicht. Was sagt denn die Map? Hoppala. Oder warte mal. The Bedinac Copper Houses Palace in Chester Walk. Palast muss es sein. Das ist wahrscheinlich das da hinten. Was so aussieht wie so eine kleine Burg. Anderes kann ich mir nicht vorstellen. Oder wir fragen ihn erst einmal. People. So. Ask someone else, I can't. You see, I'm busy. Ja, okay. Ask someone else, Max. I'm running late myself. Ich wollte es nochmal versuchen. Oder hier. So. Police. Listen, I ain't got time for this. Why don't you just kiss off, Max? Die mögen mich alle gar nicht.
Nein, das ist sie nicht. Ist er das? Greetings to you, Max. First raid drop with this that stinking rancid shaman. How dare they set up one of their cannibal temples in my land? The leaderless rebel should be easier to deal with now. Here's your 359 gold pieces. Go wild. Nice. Ah, geil. So. Da können wir jetzt noch eben irgendwo hingehen. Zum Verkaufen. Mal schauen, wo haben wir einen Store? Hier nochmal westlich. Da ist Westen. Und dann können wir da hoffentlich den ganzen Krams, was wir gelootet haben, verkaufen gehen. Und kriegen hoffentlich gut Geld dafür. General Store. Mal schauen, was wir da verkaufen können. So. Guten Tag, der Herr. Ich möchte was verkaufen. Hier den Iron Saber bitte, den Iron Saber, den Steel Short Sword, den Iron Saber und den Steel Dagger bitte. So, 264 würden wir dafür bekommen, so im Normalfall. Aber weil ich so einen beschissenen Ruf habe, kriegen wir nur 73. Ja, was kann ich hier verkaufen oder hier? Können wir das hier verkaufen? Das. 11 Gold. Was haben wir hier? Auch nichts mehr. Okay, hier können wir... Können wir vergessen, den Rest zu verkaufen. Was war grün nochmal? Tavernen. Dann wollen wir da zum Orangenen wieder hin. Da müssen wir mal schauen, dass wir vielleicht noch mal ein paar Quests machen oder sowas. Was ist denn das da? Ist das eine Statue? Ich will das Ding mal von vorne sehen, ja. Hallo? Finde ich jetzt frech. Ah, hier haben wir den nächsten Laden. Das ist ein Bücherladen, ne? Können wir da irgendwas verkaufen? An dem netten Herrn? Anscheinend ja nicht. Nö. Dann suchen wir mal einen anderen Laden. Da hinten ist schon mal wieder einer. Irgendwo müssen wir doch die Rüstung jetzt wieder verkaufen können. Und ich möchte gerne, wirklich allzu gerne, auf die Daedra-Rüstung hinsparen. Hier haben wir wieder so einen Bücherladen. Da hinten war ja auch irgendwo noch was. Ganz hinten in der Ecke natürlich. Oh, zwei Katzis. Zwei Khajiits heißen die hier. Entschuldigung. Da ist noch ein Khajiit. Ist noch ein Bücherladen. Wo kriege ich hier Equipment Stores? Irgendwie, ich muss das auch hinkriegen, dass ich hier einen besseren Ruf kriege. Oder so einen schrecklichen Ruf, den wir momentan hier haben, könnten wir auch eigentlich so machen. Oh, dahin gibt es viele Läden. Könnten wir so machen, dass wir einfach so verrufen sind und der dunklen Bruderschaft beitreten. Habe ich eh vor, denen irgendwann beizutreten, hier früher oder später. So, dass wir dann so verrufen sind, dass alle nur noch Angst vor uns haben. Sind wir hier schon richtig, oder? Da müssen wir hin. Hier sind die Läden. Hier gibt's Schmuck. Guten Tag. Hallo. Ah, hier. Guten Tag, der Herr. Ich würde gern was verkaufen. Ich würde gern verkaufen. Tschüss. Das war jetzt eine Enttäuschung.
Das sieht nach einem Laden aus, wo wir was verkaufen können. Guten Tag, der Herr. Ich würde gern was verkaufen. Das hier, das hier, das hier, das hier, das hier, das hier, das, das und das. Und hier hätte ich sonst nichts mehr, aber sag mir mal, was gibst du mir dafür? 854. Wir hätten hier knapp 3000, also über 3000 gehabt und der gibt uns nicht mal 1000. Mal schauen, was wir hier vielleicht kaufen können. Irgendwas Dädrisches vielleicht? Nope. Vielleicht gibt es hier irgendwas? Auch nicht. Steel Graves? Was haben wir hier? Steel Graves, achso, wir haben die. Okay. Wirklich was gibt's da nicht. Das wollen wir nicht riskieren. Zumindest noch nicht. Dann gehen wir hier mal wieder raus. So, wie viel haben wir noch im Inventar? Hier haben wir nichts, hier nichts mehr. Potion of Slow Falling und Bell. Müssen wir auch irgendwie verkaufen. Oder hier die Dinger. Wo können wir die Dinger verkaufen? Dädra Herz behalten war. Können wir die Dinger verkaufen? Gibt es irgendwo Alchemisten oder sowas, die sowas annehmen? Das ist eine Taverne. So, da vorne gibt es ja noch einen Laden. Hier gibt es auch noch Rüstungen. Hat der vielleicht hier irgendwie Dädrisch? Irgendwas? Nö. Oder kommt es aufs Level an? Hier ist nichts Dädrisch. So. Sell. Wo kann ich Ingredients verkaufen? Hier vielleicht? Refillen? Auch nicht. Aber was hat der hier so an Kajitsuit? Noch ein Kajitsuit? Champion Straps. Alles klar. Interessante Kleidung gibt es hier auf jeden Fall. Nee, danke. Aber ich will jetzt die Ingredients irgendwo verkaufen. Wo kann ich die verkaufen? General Store hatten wir ja auch schon gehabt, aber die kann ich da nicht verkaufen. Wir versuchen es nochmal. Sell. Nee, können wir hier nicht verkaufen. Was hat er hier aber so? Ein Pferd und eine Kutsche. Aber sonst gibt es hier irgendwie nichts Sinnvolles für uns. Abgesehen vom Pferd, aber... Okay, wir haben 2400, gehe ich von aus. Wir gehen dann mal. Dann suchen wir jetzt mal eine Bank. Irgendwo muss es ja eine Bank geben. Wir haben hier noch 1, 2, 3, 4, 5 Läden, wo wir es versuchen können, eine Bank zu finden. So. Wo könnte der denn sein? Ich hoffe, hier gibt es überhaupt eine Bank. Die Schweinchen sind aber auch voll süß.
für so alte Grafiken. Das ist keine Bank. The shop is laid out in a practical and straightforward manner. All the items seem to be of adequate construction. Jetzt bin ich gespannt. Ist das so ein Händler für Bell? Aber ich kann hier sonst nichts verkaufen. Wo kann ich dann aber Ingredients verkaufen? Jetzt wirklich, das will ich jetzt wissen. So, wir haben hier noch vier Läden. Eins davon muss eine Bank sein und eins, wo wir hier die Ingredients verkaufen können. Ich bin nicht gut in Englisch. Kann es sein, dass Ingredients eigentlich Zutaten heißen? Ich frage euch mal im Chat, weil ansonsten muss ich das mal googeln. Und da bin ich lieber ehrlich, dass ich dumm bin in Englisch. Und nicht perfekt bin. So, da vorne müsste schon irgendwo sein. Das ist nicht der Laden, den ich suche. Nope. Das heißt, wieder weiter nach Süden. Dann schauen wir mal. Ich brauche eine Bank. Oder etwas, wo ich Ingredients verkaufen kann. Endlich. Ich laber jetzt seit 20, 30 Minuten nur davon. Ich bin schon dran vorbei. Das ist ein Laden. Hier haben wir eine Bank. So. Guten Tag, der Herr. Ich würde gern Goldpiece in your account und Goldpiece in your inventory. Warte. Was hier? 2450. Jetzt haben wir 3150 auf dem Konto. Nice. Kann ich hier irgendwas kaufen? Alter, wie teuer! Nein, nein. Kann ich ein Schiff kaufen? This is not a port town, Maxtius the Second. We have no ships to sell you here. Okay. Was ist denn hier? Kann ich nichts machen? Und hier haben wir die nächste Bank. Aber wo kann ich jetzt Ingredients verkaufen? Ist das hier der Laden? Da hinten muss der sein. Ja, hinter dem hier. Der große hier. Frage ist nur, das ist wieder so ein Laden. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge schauen wir mal, wie wir uns sonstig irgendwie beschäftigen können. Hier vielleicht irgendwie einen Dungeon suchen oder uns eine Gilde beitreten oder so. Ich mache mich jetzt nochmal kurz schlau, wie kann man überhaupt Gilden beitreten? Denn an sich, ich würde gerne der Dunklen Bruderschaft beitreten. Oder zumindest die Diebesgilde, weil sie das auch haben. Und ansonsten treten wir einfach mal der Kriegergilde bei, wenn das irgendwie zu kompliziert ist oder so. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!